Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Liebe Geschwister im Islam und auch die nachher diese Sendung sehen, das ist heute die zweite Serie von Tawhid für Kinder. Und heute werden wir darüber reden, was die Shahada bedeutet. Was die bedeutet. Und wir werden auch über die drei Kategorien des Tawhid reden. Und ich will das mal zeigen, wie man das mit Kindern auch durchgehen kann, ohne dass man mit ganz komplizierten Fachbegriffen kommt. Und ich versuche das auf die beste Art zu machen, den Erfolg, den Allah mir inshallah gibt. Und vielleicht kann der eine oder andere davon Nutzen ziehen, auch für seine Kinder. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der Verbesserungsvorschläge hat, weil es ist ja auch keiner perfekt. So, erstmal, Salam alaikum. Wie fangen wir immer an, wenn wir was anfangen zu machen? Salam alaikum. Ja, Salam alaikum, wenn man grüßt. Das heißt ja Friede mit dir, ne? Das weißt du ja bestimmt, ne? Du bist ja sehr schlau. Hab ich gemerkt. Weiß es auch. Mashallah. Ja, ja, du ja sowieso auch, ja. Alhamdulillah. So, guck mal. Aber ich meine, normalerweise, wenn man das anfängt zu machen, dann sagt man immer Bismillah. Wenn man anfängt zu essen, sagt man Bismillah. Ja. Im Namen Allahs. Das heißt, wir Muslime, wir machen alles im Namen. Ist ja, Shaitan, ja, sonst der Shaitan ist mit, wird gesagt. Ne? So. Aber jetzt, deswegen, wenn wir Unterricht machen, wenn wir, ja genau, hast du recht, wenn wir Unterricht machen, dann fangen wir auch an mit Bismillah. Und dann fängt man normalerweise so an, man sagt Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So kann man anfangen, ja. Und wir haben ja gestern über die Shahada geredet, ne? Über das Glaubensbekenntnis. Machen wir heute wieder, wie man Muslime wird. Ja genau, durch das, richtig. Und durch das Glaubenskenntnis wird man Muslim. Wenn jetzt jemand kein Muslim ist und er macht das Glaubensbekenntnis, sind erstmal all seine Sünden vergeben. Aber wenn man Muslim werden will, dann muss man eigentlich auch Dua machen. Ja. Nee, um Muslim zu werden, musst du nur Shahada machen. Dann bist du Muslim erstmal. Das ist der erste Schritt. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadin Rasulullah. Richtig, mashallah. Sehr gut, mashallah. So. Und heute reden wir mal darüber, was das heißt. Guck mal, wenn ich ashhadu sage, heißt das, ich bezeuge. Ja, ashhadu. Und im Koran, da gibt es auch was, weil der Koran, das ist ja das Buch von Allah. Allah hat das offenbart, Allah hat das gesagt. Und dort... Und da steht ja auch, dass kein Lügner... Dass man nicht lügen darf, genau, das steht auch da drin. Was? Der Koran, der lügt nicht, ne? Nee, der Koran, das ist die Wahrheit von Allah. Weil Allah hat das gesagt und Allah lügt nicht. So, Allah sagt nur die Wahrheit. Allah darf auch nicht lügen, ne? Allah... Keiner darf lügen. Allah sagt sowieso nur die Wahrheit, weil Allah ist weil der Allmächtige. Wenn ja eine Lügner, dann kommt ja, dann sind ja die Beine kürzer geworden. Ja, nee, nee, das wird nur erzählt. Es wird gesagt, Lügen haben kurze Beine, das ist ein Sprichwort. Aber das hat jetzt mit Islam nichts zu tun. Pass auf jetzt. Aber dann kommt man in Höhle. Lügen ist ganz schlimm, ist ein ganz schlimmes Sinn. So, erzähl ich aber euch. Kann man auch Entschuldigung sagen. Kann man auch Entschuldigung sagen. Kann man auch Entschuldigung sagen. Und dann sagt man, ich habe dir was Falsches erzählt. Aber nicht, ich lüge und dann sage ich danach Entschuldigung, sondern wenn man das eigentlich nicht wollte. Deswegen immer nur die Wahrheit sagen. Jetzt pass mal auf. So, pass auf. Allah sagt im Koran etwas, und ich sage das mal auf Arabisch. Der sagt, Allah ist der Wissende von dem Verborgenen und von dem Offensichtlichen. Dieses Offensichtliche, das heißt auf Arabisch Shahada. Das ist eine andere Bedeutung. Ja, deswegen, das eine, was verborgen ist, was ist verborgen? Zum Beispiel Engel, die sind verborgen. Was heißt das? Das heißt... Warte mal. So, das heißt, die sind verborgen, die kann man nicht sehen, die kann man nicht hören. Außer in bestimmten Situationen. Aber normal ist, kann man, das, die Hölle, ist die verborgen oder... Nur Allah und die Engel uns sehen und wir können die nicht genau. Sehen. Jetzt die Hölle. Kann man die jetzt sehen? Können wir die Hölle jetzt sehen? Nein. Nein. Die ist also verborgen. So, Allah weiß, so jetzt, der Baum da draußen. Der Baum oder die Fenster da. Ja. Die können wir sehen. Also die ist Shahada. Das ist das, was wir sehen können. Und deswegen werden wir sagen, Ashhadu, ja,
an La ilaha illallah, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt, dann ist das so, als wenn wir sagen, als wenn ich ihn sehen würde, auch wenn wir Allah jetzt nicht sehen können. Wir können Allah jetzt nicht sehen. Am jüngsten Tag, die Gläubigen können ihn sehen, Allah. Ja. Aber man muss so überzeugt sein davon, als wenn man ihn sehen würde. Denn selbst wenn du ihn nicht siehst, Allah sieht dich. Und wir sehen die Zeichen von Allah. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn du ein Bild hast, ein Bild, ein schönes Bild an der Wand. Und dieses Bild, ja, du siehst nicht, wer hat das gemalt. Aber trotzdem weißt du, das muss einer gemalt haben, weil das ist ein Bild. Das und kann wenn ich das male. Das ist ja was anderes. Wenn du jetzt, die anderen nicht weiß. Guck mal, wenn du jetzt, guck mal, wenn du jetzt ein Bild siehst, du siehst jetzt ein Bild an der Wand. Du weißt nicht, wer das gemalt hat. Stimmt? Aber du weißt, das muss einer gemalt haben, weil da ist ein Bild. Ja. So. Das heißt, das Bild ist ein Zeichen dafür, dass es einen Maler gibt. Jetzt, guck mal, wir Menschen, guck mal unsere Augen. Guck mal unsere Augen, wie die sehen, wie das im Gehirn verarbeitet wird. Guck mal, wenn du jetzt eine Videokamera hast. Haben eure Eltern eine Videokamera? Ja. Guck mal, eine Videokamera, die muss einer gebaut haben. Was ist mit unseren Augen? Das ist noch viel komplizierter. Was ist mit dem Kopf, der so schlau ist, dieses Gehirn, dass es die Videokamera gebaut hat? Das heißt, es muss jemanden geben, der das geschaffen hat. Und wer ist das? Gott. Das ist der Schöpfer, Allah. Al-Khalik. Al-Khalik ist auf Arabisch der Schöpfer, der das alles gemacht hat. Ja? So. Das heißt, wir müssen da richtig von überzeugt sein, dass wir, wenn wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Und wenn wir sagen, es gibt keinen Gott außer Allah, dann heißt das erstmal, dass Allah alles besitzt. Alles besitzt Allah. Jetzt sagst du, guck mal, diese Hose, hier, wer besitzt die? Wer? Allah. Allah. Aber eigentlich besitze ich die doch auch, oder ist doch meine Hose. Das heißt, das ist mein Besitz. Aber eigentlich besitzen die Engel und du und Allah das. Nee, die Engel haben da nichts mit zu tun. Nee. Guck mal, das ist meine Hose. Aber wem gehöre ich denn? Ich gehöre Allah. Also gehört Allah auch die Hose. Habt ihr verstanden? So, dann das, was ich habe, wenn ich etwas habe, Geld, ich, was ich besitze, mein Auto, ich werde danach gefragt. Am jüngsten Tag fragt dich Allah, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Mit dem Geld, mit dem Essen, mit dem Haus. Du musst damit so verfahren, wie Allah das gesagt hat. Zum Beispiel, du kannst das Auto nicht nehmen und fährst dann über den Bürgersteig und fährst kindertot. Dann wirst du gefragt. Du musst so fahren, dass du keinem wehtust, dass du Rücksicht nimmst auf andere Leute. Aber wenn kleine Führerschein haben und die fahren Auto, dann fahren die schon Menschen um. Ja, die Kleinen, die können ja auch kein Auto fahren, dann haben die einen Führerschein. Aber wenn die groß werden, dann dürfen die. Wenn die groß werden, genau. Guck mal, und jetzt, so, das ist der Unterschied. Das heißt, erstmal, Allah besitzt alles und wir besitzen nur ein bisschen. Und Allah, der wird nicht gefragt nach dem, was er gemacht hat, sondern der kann mit dem, was er besitzt, machen, was er will. Die zweite Sache ist, erschaffen. Allah hat alles erschaffen. Guck mal jetzt. Wer hat dieses Dings geschaffen? Allah. Wer sagt was anderes? Keiner, gut. Ich. Aber das ist doch, warte mal, aber das ist doch in der, das ist doch in der Fabrik gemacht worden, oder? Mhm. Doch, ist in der Fabrik gemacht worden. Aber Allah hat dies erschaffen durch die Leute, die in der Fabrik arbeiten. Und jetzt, der Unterschied ist von dem Schöpfen Allahs, Allah kann erschaffen aus dem Nichts. Wir Menschen, wenn wir etwas herstellen wollen, wir wollen ein Auto machen, dann brauchen wir erstmal Eisen. Wenn wir ein Hemd machen wollen, wir brauchen Stoff. Aber Allah, der braucht nichts. Sondern was macht der? Allah sagt im Koran, kun fayakun. Der sagt nur sei und es ist. Warum? Weil der Qadir ist. Al-Qadir, der hat Macht über alle Dinge, der kann alles machen. So, und dann hat Allah auch das Recht, dir zu sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Wenn Allah jetzt zu dir sagt,
Du musst Kopftuch tragen. Kannst du dann sagen, nee? Nein. Mein Vater hat gesagt, ich soll kein Kopftuch tragen? Nein. Weil man muss immer auf den Vater und die Mutter hören, außer alle. Außer wenn die einem befehlen, etwas zu tun, was Allah verboten hat. Oder wenn die einem befehlen, eine Pflicht, die Allah geboten hat, nicht zu machen. Verstanden? Ja. Also wir müssen auf die Eltern immer hören, außer wenn sie etwas sagen, was gegen dem ist, was Allah sagt. Ja? Ansonsten immer auf die Eltern hören. Ja? So dann, Allah, jetzt, wir sehen die Schöpfung. Die Schöpfung hier ist ein Zeichen für den Schöpfer. Was ist die Schöpfung? Ich, du, alles ist die Schöpfung. Alles ist die Schöpfung, außer Allah, der ist der Schöpfer. Allah hat keinen Anfang und kein Ende. Der war schon immer da, noch bevor es die Erde gab. Weil bevor Allah ist auch der Chef und der Größte. Genau, Allah ist der Größte. Und der Chef. So, Allah hat Macht um alle Dinge. Guck mal, und jetzt, guck mal. Jetzt, wenn wir ein Bild sehen, ne, wir sehen jetzt ein Bild. Dann sagen wir, das Bild muss einen Maler haben. So, was muss der Maler noch haben? Denk mal nach. Ein Stift. Ein Stift, der muss Farbe haben. Was wolltest du sagen? Bild. Du meinst Papier muss der haben, ja? Papier, du sagst ein Stift. Nein, das kann man Blatt heißen. Ja, ja, Blatt, genau. So, jetzt guck mal. Wenn Allah alles erschaffen hat, so, und diese Schöpfung ist perfekt, der Mensch kann denken, dann muss Allah auch Wissen haben und Allah muss Macht haben. Das heißt, das sind die Eigenschaften von Allah. Allah, der hat Macht. Guck mal, wir haben auch Macht. Zum Beispiel, ich könnte dich jetzt hier packen, und weil ich größer bin als du, und könnte dich rausschmeißen. Das heißt, ich habe Macht über dich. Aber wenn jetzt hier 10 Männer sitzen, die so groß sind, kann ich die rauswerfen? Nein. Das heißt, meine Macht ist was? Begrenzt. Aber Allah hat Macht über alle Dinge. Da können auch alle starken Männer von der Welt kommen, die können nichts machen. Dann, Allah hat Wissen. Guck mal, ich habe auch Wissen. Aber wissen wir alles? Gibt es einen Mensch, der alles weiß? Was willst du sagen? Weil, guck mal, der Prophet, ne, der hat ja immer 10 Wochen für Allah gebetet und dann ist er ja schon gestorben. 10 Wochen? Nein, ich habe gesagt, er hat 10 Wochen gebetet für Allah. Der hat noch länger, der hat sehr viel länger gebetet für Allah. Ja. Aber jetzt mal weiter im Text, aber da kommen wir später zu. Da kommen wir später zu, mein Freund, guck mal. Jetzt Wissen. Zum Beispiel, du bist in der Schule. Ja. Du bist jetzt in der 3. Klasse? Ja. 2. Klasse, okay. Du kannst lesen und schreiben. Er kann noch nicht lesen und schreiben. Das heißt, weil er ist noch kleiner, er ist 5. Das heißt, du hast mehr Wissen als er. Aber ich habe mehr Wissen als du, weil ich bin schon größer, ich habe mehr gelernt. So. Guck mal, aber meine Schwester ist schon in der Schule und die ist im 2. In erste Klasse, die ist schon 6. Ja, Alhamdulillah. Und die ist größer. Ja, Alhamdulillah. Die ist größer und älter. Guck mal, warte mal, warte mal. Ich will dir einen Punkt erklären. Guck mal, du hast jetzt mehr Wissen als er, weil du bist älter als er. Okay? Guck mal jetzt. Ich habe mehr Wissen als du, weil ich habe mehr gelernt. Ich bin älter als du. Aber wir haben immer jemanden, der mehr weiß als wir. Aber Allah weiß alles. Was war, was sein wird, das kleinste Detail, was versteckt ist, was offen ist. Allah weiß alles zur selben Zeit. Was willst du sagen? Allah wusste auch davor, wo wir nicht gelebt haben, wusste er alles, was passiert, ne? Ja, Allah wusste alles, was passiert, genau. Weil sein Wissen ist anders. Weil Allah ist anders, ist kein Mensch. Und wo wir das ein Himmel. Und wo wir noch alle nicht ein Mensch waren, da hat Allah, weiß der Allah alles.
Ja, hat er ja auch schon gesagt. Du willst einfach nur was erzählen, ne? Dann erzählst du einfach immer nach. So, jetzt geht's weiter. So, wir sehen. Allah sieht auch. Aber ist unser Sehen wie das Sehen von Allah? Nein. Weil Allah sein Sehen, der sieht alles zur selben Zeit. So wir, wenn es dunkel ist, können wir sehen? Nein. Warum nicht? Weil wir brauchen Licht. Aber Allah braucht gar nichts. Allah sieht alles. Was haben wir als letztes gesagt? Allah hört alles. Und er braucht auch keine Schallwellen. Sein Hören ist anders als unser Hören. Genau so. Jetzt, Allah spricht. Aber sein Sprechen ist anders als unser Sprechen. Dann Allah, fragen danach, Bruder, fragen danach. Allah lebt, aber sein Leben ist anders als unser Leben. Unser Leben zum Beispiel hat einen Anfang und ein Ende. Wir werden irgendwann geboren und irgendwann sterben. Aber Allah, der war schon immer da. Und Allah wird immer da sein. Und wir müssen irgendwann sterben. Aber Allah stirbt nicht. Wal hayyu ladhi la yamut. Ja, so dann, jetzt zum Beispiel, Allah liebt, aber seine Liebe ist anders als unsere Liebe. Das heißt, alle Eigenschaften, die Allah hat, sind anders als unsere. Warum? Weil wir können uns Allah nicht vorstellen, weil Allah ist kein Mensch, sondern Allah ist der allmächtige Gott. Okay, was wolltest du sagen? Guck mal. Wenn jetzt Allah geredet hätte und wir hätten den gehört, dann hören wir den ja nicht. Nur Allah kann uns hören. Das hast du doch eben schon gesagt. Hast du eben schon gesagt, oder? Hauptsache du meldest dich zu Wort, oder wie? Guck mal, wenn Allah will, dass wir ihn hören, dann hören wir ihn auch. Aber momentan hören wir ihn nicht. Aber die Menschen können nicht Allah. Am jüngsten, ja, habe ich ja gesagt, am jüngsten Tag. So, jetzt, wenn wir wissen, dass Allah alles besitzt und dass Allah dich sieht. Du weißt, Allah sieht dich. Und du willst jetzt was Falsches machen. Wirst du das machen, wenn du weißt, Nein. dass Allah dich sieht? Wenn du weißt, Allah hört dich, wirst du was Falsches sagen? Nein. Okay. So. Wenn Allah derjenige ist, der dir dein Essen gegeben hat, deine Augen gegeben hat, deine Ohren gegeben hat, dich erschaffen hat, ist dann Allah nicht derjenige, der es verdient hat, dass man ihn anbetet? Doch, doch. Genau. Und deswegen dürfen wir nur wen anbeten? Allah. Der Prophet Mohammed, dürfen wir den anbeten? Nein. Genau, wir dürfen. Der Prophet Mohammed ist der beste Mensch. Ja. Wir gucken, was hat er gemacht? Prophet, aber Prophet ist schon lange hier ausgetrunken. Schon lange her. Der ist gestorben, ja, aber wir haben ja die Überlieferung von dem. Wir wissen, wie der gebetet hat, wir wissen, wie der gefastet hat. Und dann machen wir das genau so, wenn wir beten, wie er gebetet hat. Richtig? Und wenn der Prophet, a.s.w., wir sagen immer, sallallahu alaihi wasallam, sag mal, sallallahu, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, Friede und Segen mit ihm. Wenn der Prophet uns was gesagt hat, dann wissen wir, das ist die Wahrheit. Weil der Prophet nie gelogen hat, genau. So, man wenn, darf auch nicht genau. Nee, das sowieso nicht. Und wenn, der, und wenn der Prophet sagt, etwas ist verboten, ist das dann verboten? Ja, ist verboten. Ja. Ist verboten. Weil er redet das, was Allah ihm befiehlt. Und wenn der Prophet sagt, man muss etwas machen, müssen wir es dann machen? Ja. Ja, weil der Prophet, a.s.w., warte. Der Prophet, a.s.w., der sagt nur das, was Allah ihm befiehlt. Genau. So, und das war heute unsere zweite Stunde. Dann frage ich noch eine Frage am Ende. Wir haben nur einen Gott, der allmächtig ist, der allwissend ist und so weiter. Ja. Wenn jetzt einer sagt, ja, vielleicht gibt es zwei Götter, was sagen wir dann zu dem? Versuch mal. Das ist falsch, es gibt nur einen Gott. Ja, richtig. Aber wir sagen dann, guck mal, wenn es zwei Götter geben würde, gibt es ja nicht. Dann hätten wir Chaos. Der eine Gott sagt, ja, ich schaffe mal einen Baum. Der andere sagt, nee, wir machen keinen Baum. Der eine sagt, wir machen mehr. Der andere sagt, nee, wir machen keinen mehr. Deswegen, es gibt nur einen Gott. Und wie heißt der? Allah. Allah. Und wie viele Namen hat der? Allah Ta'ala. Ja, Ta'ala ist was anderes. Guck mal, es wird immer gesagt 99, aber Allah hat noch mehr Namen als 99. Mhm. Es gibt einen Hadith, wo steht, Allah hat 99 Namen. Wer die verinnerlicht, der kommt ins Paradies. Warte.
Warte, was heißt das verinnerlicht? Verinnerlicht heißt, wenn ich weiß, Allah ist der Al-Basir, der sieht, dann mache ich nur das, was Allah will. Wenn ich weiß, Allah ist der Al-Sami', der alles hört, dann sage ich nichts Schlechtes. Ja? Und das ist damit gemeint. Es gibt 99 Namen, wer die so verinnerlicht, Al-Raqib, der mich beobachtet, der handelt danach, der kommt ins Paradies. Aber Allah hat noch mehr Namen, weil er sagt im anderen Hadith, sagt er, kommt heraus, dass er noch mehr Namen hat. Okay? Gut. Gibt es noch Fragen? Weil das war ja die zweite Stunde. Wir fangen von rechts an. Hast du eine Frage? Hast du eine Frage? Das war klar, dass du eine Frage hast. Erzähl mal. Ich habe eine Frage. Guck mal. Ich habe vergessen, was ich sagen. Okay, kein Problem. Und was hast du? Das weiß ich nicht mehr. Hast du noch was zu sagen? Ah, ich wollte was sagen. Okay, alles klar. Guck mal. Wenn ihr. Guck mal. Guck mal, wir müssen ja immer Allah hören, was Allah sagt und die Eltern sagen, das müssen wir machen, was die Kinder sagen, das müssen wir. Und was die Eltern sagen, das auch. Müssen wir nur machen, wenn die Eltern uns nicht befehlen, etwas zu tun, was Allah verboten hat. Und wenn Allah was sagt. Ja, wenn Allah was sagt, müssen wir sowieso machen. Aber wenn Allah was sagt, ne, und man sagt, und Allah sagt zu dir, du musst was machen, und dann sagen wir, sagt der kleine Mensch, ich mach das nicht, dann wird der ja bestraft. Ja, Allah ist ja auch vergebend, aber wir müssen immer auf Allah hören. Man muss immer auf Allah hören. Ganz und genau. Und er sagt das auf keiner, nicht was? Immer. Was du sagst, sagt der ganze Zeit nach. Ja, ist doch schön, dann merkt er sich das auch. Ja. Gut, dann hören wir für heute auf. Dann reicht das erstmal für diese Unterrichtsstunde. Bis zum nächsten Mal, inshallah, okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.